So Leute, wir starten ein neues Projekt und zwar Ori and the Blind Forest. Das ist ein Indie-Spiel, sozusagen, und wurde von den Moon Studios entwickelt. Publisher war dann Microsoft Studios. Und muss sagen, ich bin eigentlich ganz heiß drauf und ich würde sagen, wir starten das einfach gleich mal. Schauen wir mal, was uns hier erwarten wird. Okay, wenn stoppen, wenn steuern wir hier, Alter. Das ist ja ganz schön wamperi. Und langsam. Vor allem langsam. Wir wollen schnell laufen, es regnet, hallo. Aber ich muss sagen, ich finde die Kulisse hier schon mal echt geil gemacht. Okay, also das sind jetzt mir. Diesen kleinen Kerl hier geht's da eigentlich, das ist der Ori. Schaut bei den echt schick aus. Geil. Okay, jetzt stürmen wir wieder die Dicken. Ah, okay, die haben die Bäume abgeixt sozusagen, die Wohnsee. Schon abgeerntet haben, wa? Da kannst du auch nicht drüber springen, Fettsack. Ja, okay. Stürmen wir den kleinen Kerl. Alter, aber gut gemacht, ey. Gefällt mir wie Sau. Flammendes Licht, okay. Und wir sehen, was das für Sprache ist. Okay, kurz verwungen, aber das ist glaube ich nicht sie und kein er.
Ja, okay, geil. Wir haben das Obst holen können, was, wie hat sie geheißen, Kuro nicht holen konnte. Weil er drauf gekommen ist. Aber wir können jedes Löchlein durchschlüpfen und wir sind wunderbar raufgekommen. Alter, richtig geil. Finde ich echt cool gemacht mit den ganzen Innenraum. Jetzt auch den Schatten der Spinne da unten mal. Top. Also, die haben ja wieder das Spiel, diese Unity Engine benutzt. Ja, ist so eine, wie soll ich sagen, so eine Engine für alles, glaube ich, kann man schon fast sagen. Okay, jetzt können wir wieder steuern. Wir sind kurz auf Hunger. Aber er hat das Leben gegeben, nur dass wir was zum Essen haben. Komm, wir müssen weiter, auf geht's. Okay, also haben wir jetzt neues Leben halt durch den Baum, weil wir bei dem in der Nähe waren. Okay. Also Fähigkeiten können wir nichts einsetzen, vor allem wir sind jetzt auch viel schneller unterwegs wie vorher. Unsere Sprünge sind ganz anders da. Hat sie gesagt. Alter, geil. Da sollte ich nicht reinrennen wahrscheinlich. Da kann ich nicht rüber, ne? Ich habe vorher versammelt.
Wie bitte? Ah, okay, es geht jetzt bloß ums nach unten gehen. Kleines Geistergefäß gefunden. Es wurde geisterlich zu deinem Weitergefäß, um schnelle Fähigkeitenpunkte zu sammeln, okay? Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich will da zurück. Ich habe bestimmt was vergessen. Ah, okay, da können wir raufspringen. Ein Lebenssplitter. Versammle die Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Okay, das da unten ist anscheinend irgendwie unser Life. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Okay. Okay, ich brauche also Energie, um zu speichern. Okay, auch wenig strange. Oh, fuck. Hat mich das jetzt erschreckt, das Viech. Ja, hat mich voll erwischt. Toll. Danke. Jawohl, noch mehr Geisterlichter. Verdammte Kacke. So, was ist da unten? Ah, noch mehr Seelenverbindung. Okay, tippen wieder weg. Sagen wir, wenn du oder. Okay. Nehmen wir mal Flammen. Okay. Das wäre was für die Verteidigung, okay. Okay. Das ist die Frage, wie man die benutzt. Ah, okay. Okay. Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deine Reise führen, wenn du möchtest. Und doch, hörst du das? Sie müssen dir her gefolgt sein. Okay. Jawohl. Ja, das ist mit der Geisterflamme haben wir geschnallt. Kommt noch mehr? Die Richter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Ich möchte aber gern wieder zurück. Ich möchte mich gerne nochmal wegen umsehen. Haben wir nicht das Beste für wahrscheinlich einen Haufen vergessen. Ah, schau her. So schaut's doch mal aus. Haben wir schon wieder die Hälfte vergessen, sonst. Das wäre nix. Ah, dann können wir das dann nämlich auch kaputt machen. Die ganze Erfahrung, die müssen wir schon mitnehmen, das können wir uns nicht entgehen lassen. Das
Ist da unten irgendwas? Können wir schwimmen? Nein, können wir nicht. Geh raus! Nein! Okay, das mit dem Wasser schwimmen, da, da muss man aufpassen. Hat sich schon erledigt. Na komm raus mit dir. Jawohl, bam. Finde ich geil, wenn man das Zeug aus dem Weg räumen kann. So, voll aufgetankt werden wir auch. Her mit dem Zeug. Nein! Alter, das kann das nicht sein, oder? Vorhin bin ich auf Anhieb durchgekommen. Jetzt, wo ich weiß, dass das giftig ist oder mich umbringt, komm, schaffe ich es nicht mehr. Toll. Gib her. Das kann es wohl nicht sein. Ich fällt da schon zum Anfang, ohne Ende. Aber mal, was will man machen, gell? Hilft halt nichts. Jawohl, das sammeln wir auf. Jawohl, mitnehmen. Alles mitnehmen. Bam, bam. Alter, voll die Zerstörungswut hier. Plätten hier alles. Das ist eine Fähigkeit, Punkt. Geisterbau sind uralte Strukturen, die durch die Wurzeln des Geisterbaumes verbunden sind. Nutze Licht, um deine Kraft zu erneuern, wann du erschöpft bist. Spiel zu speichern, cool. Ich wäre aber gerne wieder nach oben gegangen. Ah, okay. So geht es, jawohl. Wir können jetzt doch voll abgehen. Hinten, da waren wir ja schon drin. Müssen wir jetzt noch irgendwie da hochgehen. Weil das läuft. Sollten wir das vielleicht machen sollen. Das auch funktioniert wahrscheinlich. Weil man eh nicht drauf kommt vorher. Ohne die Geisterflamme. Ich muss wegen aufs Live aufpassen. Das war nix. Wie bitte? Okay. Schiff kann man Objekte verschieben. Okay, wir brauchen Live, das ist schon mal sehr gut. Ich will bloß gerne da hoch und das Viech da oben killen. Ah, okay. Hast du einen Schlüsselstein gefunden? Schlüsselstein werden wir nur, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselstein nötig ist. Okay. Werden wir uns merken. Jetzt könnten wir theoretisch da wieder rüber, wa? Wir müssen, denke ich, eh da rüber. Schnauze. Viel bloß ein Live. Ah, Geisterschlüssel. Okay. Ich will aber zurück und will da hoch und will den Schlüssel holen, weil wir haben ja jetzt ein, dann sozusagen eins zu viel. Nein! Ja noch, nein, gay, komm. Also das Spiel wird nicht einfach. Zumindest nicht für mich. Müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen. Dann werden wir das schön wie hinkriegen. Okay, wir müssen jetzt da rüber. Da auf den drauf, da können wir nicht. Alter, schick, wie das Ding mitschwingt. Schau, weg mit euch. Wir müssen auf jeden Fall die Geisterflamme stärker machen. Merke ich schon, Angriff. So, weg mit dir. Das läuft. So, hier haben wir den nächsten Schlüssel. Das mit dem Schlüssel haben wir schon gecheckt.
Alter, wir haben null? Wir haben noch einen Schlüssel, den müssen wir noch holen, den wir vorhin im Mitgenommen haben. So, das heißt, das wäre der da hinten. Jawohl. Steht da zwei dort, voll mal null dort gestanden. Danke fürs Gespräch. Alter, finde ich das sau cool gemacht. Yay. Okay, da sind wir falsch. Ach so, weil wir die wieder mitnehmen, wenn wir die nicht voll kriegen. Okay. So, was haben wir hier? Okay. Höhle, ein Geisterhöhle, okay. Ich wollte mich jetzt hier eigentlich bloß erst einmal umschauen. So was habe ich jetzt eigentlich noch nicht finden wollen. Okay. Alter, was ist das? Okay, da kommen wir jetzt nicht durch, wa? Entweder brauchen wir da was Stärkeres oder... Keine Ahnung. Okay, und was ist hier? Seine Lebenszelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Teil aufbewahren. Ah, okay. Geil. So, weiter können wir hier wahrscheinlich nicht. Hohlhain Geisterhöhle. Wo sollten wir eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt auch ein bisschen planlos jetzt im Moment. Aber ich glaube nicht, dass wir dorthin sollten. So, was heißt das jetzt? Können wir jetzt hier nur speichern? Funkenflamme. Stärke von Geisterflamme. Ja, wir haben erst einmal die Stärke. Jawohl. Ist schon mal sehr sinnvoll. Dreckskerl. Okay, die fallen jetzt nur nicht runter. Also die Gegner kommen auf jeden Fall wieder. Wir können da auch nicht hoch, also wir können bloß in die Geister höhlen. Komisch. Gibt es denn sowas wie eine Map? Höhlhain. Wir sind hier. Da geht es sogar so bei mir. Ja, okay. Schauen wir mal so rum. Ich glaube, das sollte passen. Trotzdem. Okay, wie komme ich da? Genau, nach unten. Dann können wir hier nach unten durcharbeiten. Okay, da sind noch so Geistertor. Aber wir haben noch keine Schlüssel mehr. Jawohl, da oben ist noch mehr, komm runter. Okay, die haben überhaupt keine Chance gegen uns. Tapfer die Karte. Ich glaube einfach, dass wir da noch nicht hin sollten. Ich weiß, wo ich jetzt schon unterwegs bin. Da oben kommen wir nicht rauf. Heißt, wir können nur nach unten. Ich weiß, wo es da hingeht. Okay, wir können wirklich nur nach unten. So, weg mit dir. Jawohl. Level up, wa? Ah, ich will die Punkte haben. Scheiße. Aber wir arbeiten uns ganz gut durch. Auch wenn es wahrscheinlich total random ist, was wir jetzt gerade machen. So
Als ich vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was nur übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von Phil, dem Geist darin. Du hast den Wandsprung gelernt und diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von bla bla hinbewegen und dann wiederholt. Ja, Sprung da drin, haben wir gecheckt. Ah, okay, so funktioniert das. Ja, einsammeln. Ah, okay, wir können jetzt sogar zwei Energiezellen mit uns rumschleifen. Okay, Leute, jetzt machen wir hier mal einen kurzen Cut. Weil scheinbar das Richtige, wo wir jetzt hier gelandet sind, müssen wir zurück, hier weiter, schauen wir mal, wo wir hin müssen. Und dann würde ich sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Part.